Chorzów. In diesem Jahr lief sie die 1:58.09. Und das ist natürlich schon eine Marke. Sie war auch in Tokio am Start über die 800 Meter. Ist aber im Gegensatz zu Lore Hoffmann im Vorlauf ausgeschieden. Hoffmann hat ja da die erste Runde überstanden und bis ins Halbfinale vorgedrungen. Es ist außen Boma, die führt vor Saalberg. Die beiden 800 Meter Spezialistinnen, die sind noch ein bisschen im Hintertreffen, aber die Renneinteilung eines 800 Meter Läufers oder einer 800 Meter Läuferin, das wäre jetzt eigentlich diese Zielgerade. Es ist jetzt Saalberg, die in Führung geht, Boma auf 2 und Hoffmann holt sich diesen dritten Platz und mit 52:29 läuft Evelyn Saalberg eine persönliche Bestleistung, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar deutlich